Was genau macht sie da? Hallo! Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Follow Me Around! Beziehungsweise Vlog, beziehungsweise whatever. Ich bin jetzt auf dem Weg, ich muss jetzt gleich los. Es ist Montag und das Video, was Mittwoch kommen sollte, wird auf heute vorgezogen. Also, ich hoffe, ihr habt es schon gesehen. Deswegen kann ich euch jetzt sagen, was ich mache. Und zwar eine Ausbildung und da gehe ich jetzt hin. Guckt das Video einfach, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede. Ja, das war's auch eigentlich schon. Und ihr wisst ja, eigentlich glätte ich mir immer die Haare, ne? Aber ich finde, mit Locken ist es viel schöner. Aber ich denke mir so, boah, kein Bock jetzt Locken zu machen. Dabei dauert das vielleicht 2 Minuten länger als zu glätten oder so. Ja, deswegen habe ich mir jetzt mal Locken gemacht. Und werde mich jetzt auf den Weg machen zur Ausbildung. Katze schnüffelt wieder Müll. Ja, so viel dazu. Du weißt, dass ich das mit reinnehme? Na, da musst du aber. Oh, sorry. Da musst du aber hier rumgehen. So. Ach so. Nehmen wir jetzt auf? Wir nehmen jetzt auf. Das ist cool. Das Teil ist echt cool. Na, ihr beiden. Was passiert? Wir haben unterschrieben. Das ist schon cool. Morgen wird es nicht mehr schwimmen. Warte, ich mach mal ein Werbevideo. Ein Werbevideo. Brauchst du den Speicherplatz oder ist das egal? Alles gut? Sehr gut. Hallo, guten Tag. Wir befinden uns hier in der kosmetischen Beauty World. Ich drehe mich im Kreis, wie ihr sehen könnt. Und die da drüben, die lachen mich gerade aus. Aber das ist mir wurscht. So, Ende der Führung. Ciao. Ich gucke gerade. Warum gucken die nicht beide an? Achte darauf, dass die Aufnahme auch gut ist und ich nicht nur so deinen Kopf filme. Mal was anderes. Mal was anderes. Der ist ein bisschen abgekühlt. Guck mal, ist richtig lustig. Ich mach das mal hier hin, ganz nah. Das sieht total bescheuert aus, ne? Das ist super wegen geil. Weitwinkel, ne? Ja. Ja, wir haben übrigens unser Make-up bekommen. Ich dachte, du machst das mit, hinterlegst das mit Ton. Nö. Nee, du machst doch Ton. Ich mach Soundeffekte. Mhm. Nach oben gucken, bitte. So, wir haben heute unser Zeug bekommen. Hier ist so Make-up, Lipgloss, Fixierpuder, Lippe, Wimpern, Deckel. Hallo! Dann haben wir hier 2 Lippenstiftpaletten, Camouflage-Paletten und 4 Lidschattenpaletten. Und jetzt haben wir erstmal Pause. Also, hallo. Hat er gerade gesagt, dass Dasche jemand von euch jetzt schminken soll? Mhm. Verpiss dich. So, das ist jetzt das Endergebnis für richtig Wimperntusche und Lippen machen wir keine Zeit mehr. Bist du zufrieden mit deinem Alltagslook? Ich bin wunderschön. Ich bin so schön. Okay, jetzt darf sie mich machen. Was wünsche ich mir denn? Ich wünsche mir einen Alltagslook in nicht bunt. Mhm. Keine bunten Farben für Lidschatten. Mhm. Also, planlos mit dem Pinsel quasi. Mhm. Mhm. Herr Politakis, guck dir doch bitte woanders. Du machst das jetzt nur, damit du parallel gucken kannst, was ich da veranstalte, ne? Nee, das sehe ich so gut nicht. Das bringt ungefähr gar nichts. Mach mit der anderen Hand von der anderen Seite. Was ist das? Was ist das? Komm.
Jetzt sieht sie nicht wunderschön aus. Mach mal zu. Beautiful! So, ich bin jetzt bei meiner Oma. Ich war gerade noch kurz einkaufen. Und ist jetzt hier. Gerade im Bus saß so ein kleiner Junge mir gegenüber. Und er guckt mich so die ganze Zeit an. Und irgendwann sagt er so zu seiner Mutter: Mama, warum hat die Frau den Lippenstift auf den Augen? Und dann sagt die Mutter so: Das ist Lidschatten, das macht man extra auf die Augen. Und der war total überfordert, der kleine Junge. Der hat das überhaupt nicht verstanden. Aber ja, ist halt rötlich, ne? Naja, jetzt esse ich erstmal. Auf dem Weg zu Laura. Ich muss gleich noch kurz zum Friedhof. Vielleicht fährt Laura ja mit mir hin. Das sieht schon ein bisschen krass aus mit dem Rot am Auge, ne? Vermutlich hat dieser Junge deswegen auch gefragt, ob ich Lippenstift am Auge trage. Naja. Jetzt werden wir erstmal die Laura ein bisschen in ihrer Privatsphäre stören. Sorry. Ach ja. Aber die Lippen finde ich eigentlich voll geil. Sie sind ein bisschen größer geschminkt, als sie eigentlich sind. Ich finde, das sieht gut aus. Auch hier so das Lippenherz sieht irgendwie schöner aus als sonst. Ich habe voll vergessen, euch noch was zu erzählen. Ich habe mir nämlich einen Tattoo-Termin gemacht für den 2. Dezember. Wieder was am Arm, aber ich sage euch noch nicht was. Lasst sich hier brushen. Aber jetzt wisst ihr schon mal, dass da ein Termin ist. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war ja gerade 2-3 Stunden oder so bei Laura. 2, glaube ich. Ach, ich habe keine Ahnung. Da war ich noch kurz auf dem Friedhof. Dementsprechend sehen meine Hände aus. Ich habe da überall noch schwarz unter den Fingernägeln. Ich muss jetzt erstmal waschen. Dann war ich nochmal einkaufen. Und jetzt bin ich zu Hause. Gleich fahrt Laura und ich aber nochmal zu Nicole. Ein bisschen chillen. Ich hatte irgendwie noch keinen Bock, mich abzuschminken. Ich glaube, mache ich auch erst heute Abend. Wie ist das? Ein bisschen verschmiert. Besser. Was soll ich? Ach ja, genau. Ich setze mich mal. Es ist mega süß von euch. Heute kam ja das Video mit meiner Ausbildung online. Das ist so süß, wie ihr euch mit mir freut. Voll geil. Danke dafür. Und weil manche das geschrieben haben, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ich werde nicht mit YouTube aufhören wegen der Ausbildung, weil YouTube einfach ein Teil von meinem Leben geworden ist und mir das mega viel Spaß macht. Also das werde ich auf gar keinen Fall dafür aufgeben. Ich werde beides machen. Boah, Leute, ich bin so kaputt, ne? Montag ist echt so ein Tag, da kann man mich in eine Tonne klatschen, ne? Ich bin ja am Wochenende Freitag und Samstag arbeiten, nachts. Und irgendwie kann ich danach nicht so wirklich schlafen, dass ich so pro Nacht irgendwie nur so 2 Stunden Schlaf bekomme. Und dementsprechend geht's mir dann montags immer. Ich bin immer so fertig montags. Eigentlich habe ich auch montags Uni, aber das ist heute ausgefallen. Deswegen kann ich heute ein bisschen so Chillo machen. Ja, ich würde mir jetzt erstmal ein Süppchen kochen, glaube ich. Und vielleicht mache ich mir noch Brownies, aber ich habe geballene Mandeln vergessen. Aber vielleicht kriege ich das trotzdem hin. Mal sehen. Ich werde mal anfangen jetzt. Ich habe Low-Carb-Brownies gemacht. Ich hatte keine gemahlenen Mandeln da. Deswegen habe ich Proteinpulver genommen. Ich hoffe, das schmeckt trotzdem. Ich werde das jetzt mal auf den Teller machen und dann mal gucken, ob das schmeckt. Und nebenbei mache ich Suppe im Thermomix. Ich glaube, das mit dem Proteinpulver hat jetzt nicht so mega geklappt. Die sehen ein bisschen komisch aus, schmecken aber trotzdem gut. Von daher alles cool. So, Süppchen. Zwar mehr Gemüse als Suppe, aber umso geiler. So, übrigens habe ich gerade mal auf Twitter gefragt, wann ihr die Daily Vlogs sehen wollt. Ich lade die dann jetzt, wenn es klappt, immer am nächsten Tag um 18 Uhr hoch. Also wird dieser morgen, Dienstag, 18 Uhr online sein. Ja. Hallo, wir sind jetzt bei Nicole. Hallo Nicole. Hallo. Herzlich willkommen.
Hallo. Hallo. Wir spielen jetzt Scotland Yard. Ich kenne Scotland Yard nicht. Wen gibt es? Mr. X. Was hat er? Eine Cappy. Okay. Ja, was? Mhm. Ist so. Wie war denn? Wir spielen jetzt übrigens ein neues Spiel, das heißt genau wie? Sechs nimmt. Ach so, okay. Ich dachte irgendwas mit Ochse. Okay. Wollt ihr mal meine Karten sehen? Du nicht. Wir spielen jetzt ein anderes Spiel und zwar Wizard. Kennt ihr das? Das ist voll geil. Jetzt zeige ich meine Karten. Bringt euch nichts. Aber ist nicht so schlimm. Warum filmst du mich? Weil ich Lust habe. Ich möchte meine Karten aufnehmen, aber ohne dass Vanessa es sieht. Ich sehe das dann beim Schneiden. Jetzt zeige ich meine auch noch hier. Wenn wir schon dabei sind, dann zeige ich meine auch noch. Nichts, ich habe meine Hose auf. Nee, ich wollte... Ich habe übrigens meinen Namen falsch geschrieben. Ich darf dich anschauen. All over again. All over again. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich glaube, es ist auch gleich 11 Uhr. Deswegen muss ich mich jetzt echt mal abschminken und ins Bett. Ich bin nämlich auch richtig im Sturm. Ich glaube, ich vlogge morgen wieder. Das heißt, wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Guten Morgen, guten Abend, je nachdem, wann ihr das guckt. Tschüss.